Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese schöne Geschenkverpackung selber basteln kannst. Wie du vielleicht weißt, sind wir diesen Monat auf einer kurzen Pause von unserer kreativen Weltreise und bleiben auf unserer kleinen Insel und basteln dort mit der Vintage Collection oder für die Vintage Collection ganz viele verschiedene Sachen. Und das findest du natürlich in unseren Videos. Für diese Geschenkverpackung nutzen wir von der Vintage Collection das Paper 3 und natürlich auch noch unsere Anleitung, in der du nicht nur das Papier findest, sondern auch natürlich die Vorlage und alle Materialien, die wir verwendet haben. Bevor ich dir jetzt zeige, wie das Ganze funktioniert, abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klick auf den Like-Button. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Zunächst einmal habe ich hier das Papier ausgedruckt, auf der einen Seite das Vintage-Papier, auf der anderen die Vorlage, in dem Fall von unserer Verpackung, von unserer Geschenkverpackung. Das schneide ich jetzt einfach einmal aus und dann ja, ist das eigentlich auch ganz einfach herzustellen. Ne? Also erstmal ausschneiden und dann müssen diese kleinen Rauten hier noch raus. Das mache ich hier mit einem Bastelmesser und dann wird das Ganze gefalten. Ja, ich habe hier ein Teppichmesser. Ich verlinke aber in der Infobox das Bastelmesser, weil das ist sehr viel einfacher und schöner zu verwenden und ja, vielleicht auch ein bisschen ungefährlicher, ne? Aber bis dahin kannst du auch, wenn du keins hast, einfach dieses Cuttermesser verwenden. Das funktioniert natürlich auch sehr gut. Du siehst schon, ich habe eine Schneidematte darunter. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und auf diese Weise brauche ich nicht so darauf achten, wo ich schneide und wie ich schneide. Ja, das macht die Sache auch leichter. Und schneid natürlich immer bis zum Rand durch. Du siehst diese ganz kleine Spitze, die muss immer mit eingeschnitten werden. Liegt einfach daran, weil wir das Ganze gleich umklappen. So, jetzt fange ich an, das Ganze zu falten und du siehst schon, ich nehme immer hier wieder das Falzbein, weil das hilft schon enorm dabei, das doch etwas dickere Papier schön zu falten und dann kann ich das natürlich auch gleich sehr viel besser kleben und knicken und dann springt es auch nicht so auseinander. Eine gute Idee ist es auch letztendlich, das Papier von beiden Seiten zu bedrucken. Also du legst es einmal rechts in den Drucker, einmal links in den Drucker und druckst dann noch einmal die Vorlage da drauf. Das funktioniert auch ganz prima und du siehst gleich, dass man so ein bisschen das Weiß sieht und das sieht man dann natürlich nicht mehr, wenn das Papier bedruckt ist. Ja, ich habe das Ganze jetzt mit diesem dünnen Klebeband zusammengefalten. Das ist auch immer sehr schön, weil dieses dicke Klebeband, da ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Aber mit dem dünnen, da kannst du ganz einfach kleben und vor allen Dingen ist es auch doppelseitig und das hält natürlich schön. Ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Band und binde das Ganze zusammen. Du kannst natürlich auch schöne ja, Satinbänder nehmen oder was immer dir da einfällt. Ich nehme auch noch gleich ein bisschen Lavendel, um das ein bisschen zu dekorieren. Im Prinzip sollte man natürlich auch erst noch sein Geschenk da reinpacken. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht, um dir das zu zeigen. Du kannst natürlich aber auch erst das Geschenk reinpacken und das Ganze dann etwas dekorieren. Und dann hast du ein schönes Geschenk für, ja, welchen Anlass auch immer, ne? Vielleicht ein kleines Mitbringsel. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!